Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Planet Crafter. Vielen herzlichen Dank für euer Feedback. Ja, auch in Bezug auf den Iridium, das stimmt natürlich. Der Iridium, das ist natürlich schon etwas, was wichtig ist, weil ich doch die Stäbe produziere, um sie in die Handelsrakete zu packen. Und es dauert natürlich eine ganze Zeit lang, bis das Ding auch mal irgendwann mal voll ist. Ich meine, ein paar Stäbe sind schon drin, aber es dauert natürlich. Ich werde auf jeden Fall noch eine zusätzliche Produktion machen und das war auch eine ganz gute Idee. Herzlichen Dank, weil an das habe ich gar nicht gedacht, und zwar die Bakterienproben. Die werde ich noch herstellen, weil man braucht ja dafür nur 3 Auberginen und 3-mal Alge. Also im Grunde können wir die auf jeden Fall noch herstellen und ja, mal gucken, was wir dann noch zusätzlich herstellen. Ich glaube, irgendwas werden wir ja noch freischalten im Laufe der Zeit, aber Hauptsache, wir kommen hier mal so langsam nach oben mit unseren Token. Deswegen, ich wollte jetzt aber trotzdem mal ganz kurz, das habt ihr ja schon gesehen, ne? Die Sachen, die ich im Inventar habe. Ich wollte jetzt halt da nämlich den Maschinenoptimierer noch herstellen, weil dadurch sind nämlich dann die Maschinen etwas schneller und ich möchte nochmal 2 Extraktoren hier herstellen, weil umso mehr produziere ich von dem ganzen Zeug und umso eher kann ich dann eben auch die Rakete wegschicken, oder besser gesagt, die fliegt dann automatisch los. Habe ich das angegeben? Ich weiß es jetzt gar nicht. Jedenfalls so, genau, das Zeug habe ich einstecken. Ich packe mal den hier hin. Moment, was haben wir denn jetzt halt hier? Wir haben jetzt halt hier eine Produktionszeit von 75 Sekunden. So, jetzt muss der mit seinem Rasenmäher unten rumfahren. Ich hoffe, man hört es nicht zu laut. Ich stelle es mal dahin, weil ich möchte nämlich noch 2 Extraktoren mit hinstellen. Das heißt, ich stelle den einfach jetzt daher. Dann würde er nämlich in der Mitte stehen, wenn ich da noch 2 Stück herbringe. So, dann machen wir da natürlich den Optimierer hier rein. Produktionsmultiplikator. Produktionsteiler 0,25. So, den packen wir hier rein. Und dadurch haben wir jetzt eine Produktionszeit von 60 Sekunden. Also das ist schon einiges mehr. Also 15 Sekunden schneller ist definitiv gut. So, gibt es hier eigentlich schon was drin? Nee, das wird ja immer gleich abgeholt, ne? So, dann habe ich einen Tipp bekommen bezüglich Pulsare-Kristalle im ehemaligen Schneebiom. Stimmt das da hinten? Das war ja alles Schnee, ne? Der Felsen. Jetzt muss ich mal gucken. Wir sind auf Koordinaten 1200. Wir müssten auf die Koordinaten... Ich habe es mir extra aufgemacht, den Kommentar. Koordinaten 2100... und 1729. Der mittlere Wert ist ja die Höhe. Also Höhe 13 ist zwar angegeben, aber die Höhe ist ja nicht unbedingt relevant. Ich überlege nur gerade, ob ich mir die Kapsel hier abbaue. Ach nee, Quatsch, wir müssen ja hier nochmal rein. Wir müssen ja hier nochmal rein in das Schiff, wenn wir die Fusionszelle haben. So, gucken wir mal. 2100 und 1700. Also einfach mal in die Richtung. Ich war ja in der Ecke noch gar nicht, ne? Ist jetzt zwar auch ein bisschen ein Spoiler gewesen für mich, weil irgendwann hätte ich die wahrscheinlich auch selber entdeckt. Aber ist in Ordnung. Ich will ja auch vorankommen. Toll. Es sieht toll aus, wirklich hier. So, wo sind wir jetzt? Wir sind knapp bei 2100. Wahrscheinlich ist die Höhle da unten beim Wasserfall. Oder hier unten, ich weiß es nicht. Da muss ich wahrscheinlich runter. Ah ja, okay. Da hätte ich jetzt halt quasi auch beim Wasserfall runter gekonnt. Schauen wir mal. Holla, 100 Terra Token, her damit. Dankeschön. Den Rest nehme ich auch noch gleich mit rein. Jetzt mache ich nur mal ganz kurz das Fenster zu, weil das Brummen von dem Rasenmäher ist übel. Okay, und weiter geht's. Da hinten sehe ich schon Pulsare blitzen. Da hinten, also das, da gehen wir auch gleich hin. Oh. Oh, hallo.
Quasar-Quarz. Kann man hier auch Rainbow Caves, war irgendwie ein Volk gerade da. Die Rainbow Caves sind das, alles klar. Dann sammeln wir halt mal ein, was geht, ne? Da war noch einer und links war auch noch einer. Nicht vergessen, dass du ja fliegen kannst. Gehen wir mal ganz kurz da hoch. Das schaut schon cool aus. Gefällt mir total. Wenn wir uns noch ein bisschen umschauen hier heute. Wasser kann ich ja jederzeit trinken. Sauerstoff haben wir unendlich. Nur Essen habe ich nicht dabei, aber das ist, ich denke mal, das ist jetzt ja nicht so schlimm. Okay, Moment, ich möchte da noch entlang. Ich glaube, da bin ich auch schon mal durchgeflitzt durch die eine Höhle. Weil das ist ein recht verwinkeltes Höhlensystem, aber da bin ich nicht an diesen Quarzen vorbeigekommen. Oh, schön, hallo. Jawohl, her damit. So, das ist jetzt natürlich gleich die Tasche wieder voll, ne? Und wir haben 100 Terra-Token nochmal und hier nochmal ein paar Stäbe. Und dann bin ich ja eigentlich schon wieder voll, ne? Wahnsinn, wo bin ich denn auf der Map? Hier mittendrin. Ja, aber ich glaube, farmen kann man die nicht. Ich hätte mir vielleicht doch das Ding mitnehmen sollen. Das Gebäude. Lass mich durch. Ein Höhensystem, wo du dich echt verlaufen kannst, ne? Ja, Alter. Okay. Dann haben wir wirklich alle Quarze jetzt erstmal, ne? Schauen wir mal. Da gibt es ja noch extrem viel. Okay. Jetzt muss ich nur einen guten Weg finden, der hier hinführt. Okay, wir sind hier an dem, ja, irgendwo hier wahrscheinlich jetzt gerade, weil die Map geht ja immer da, wo man gerade steht, mittig. Schaut das genial aus. Das gefällt mir, okay. Dann würde ich sagen, tolle Pflanze. Dann würde ich sagen, wir sollten zuallererst mal. Sind da die ersten Eier schon? Nee, ne? Wow. Da ist hinten noch eine Kiste hier, sehe ich gerade, oder? Nee, das ist Wasser. Sah nur so kurz mal aus danach. So, dann sind wir jetzt halt hier in dem Bereich. Wow, das ist wirklich viel zu erforschen, muss ich sagen. Kannst mit der Maus nicht. Boah, wo stelle ich denn die Hütte hin? Am besten. Ich sollte mir Zeug mitnehmen, dass ich einen Teleporter mir baue. Und da haben wir einen Frack auch noch, ne? Dann sollte man vielleicht bei dem Frack was bauen. Schauen wir mal, ob ich das finde. Ich bin noch viel zu weit weg. Ach nee, da ist es. Da ist es, Wrack. Ja, in der Ecke war ich noch nicht. Da kenne ich mich nicht aus. Also entweder das ist ein Wrack, wo man rein kann, oder es ist verschüttet. Okay, das könnte sein, dass das jetzt von innen her begehbar ist, wenn es überhaupt begehbar ist. Weiß ich jetzt nicht. Ist da ein Höhleneingang irgendwo? Wenn dann da oben, ne? Oder da unten? Weil wenn, dann würde ich das Ding natürlich dahin stellen, wo der Eingang ist von dem Wrack. Muss mich halt jetzt ein bisschen umschauen.
Wie gesagt, ich kenne die Gegend nicht. Da ist ein Höhleneingang, das heißt, ich muss mich jetzt mal nach links halten. Okay, da ist Sackgasse. Sackgasse. Ich habe keinen Platz mehr, da haben wir wieder eine Truhe. Nochmal Sackgasse. Das Schlimme ist, dass du manche Sachen dann gar nicht mehr findest, wahrscheinlich in diesem Labyrinth. Das ist faszinierend. Da haben sie dann richtig was Tolles hier mit noch mit reingebracht. Da waren die zwei Kisten, die wir gelootet haben. Hier geht's zu den Sonnensteinen. Ja, irgendwann habe ich schon raus. Da geht es wieder nach unten. Das heißt, wir müssen hier lang. Nee, da komme ich. Das sind viele von den Quarzen, ne? Okay, anscheinend kommt man zu dem Wrack nicht wirklich hin. Also anscheinend ist es auch kein Wrack zum Looten. Oder ich habe einfach noch die richtige Stelle nicht gefunden. Dann ist aber jetzt trotzdem die Frage, wo stelle ich, ups, wo stelle ich den Container hin? Finde ich auch hier wieder raus? Ja, da nach oben wieder. Habe ich da unten auch einen Eingang? Da ist auch ein. Ja, genau, da sind wir, glaube ich, rein, oder? Dann könnten wir doch hier was aufbauen. Weil das Höhensystem scheint auch ein bisschen weiter zu sein. Eventuell könnte ich hier tatsächlich mal mit den Knickfackeln arbeiten. Also das ist ein ganz interessanter Vorschlag gewesen. Die Knickfackeln, dass man die ja nutzen kann, um eben auch sich einen Weg zu markieren. Allerdings, ich würde die ganze Zeit eine Knickfackel hinstroppen und irgendwann weiß ich nicht mehr, welches der Weg ist, weil ich das dann wahrscheinlich überschneide oder sonst was. Keine Ahnung. So, wir müssen. Da oben ist das Wrack, das heißt, wir müssen in die Richtung. Ist hier auch ein Höhleneingang? Nee. Aber da ist nochmal eine Kiste. Warte mal, wenn da Token drin sind, die kannst du gleich nehmen, weil wenn ich die Kiste später nicht mehr finde, dann wäre es blöd. Nee, Token sind keine drin, aber es sind zwei Triebwerke drin. Ich muss auf jeden Fall die Höhle nochmal finden. Ich habe halt leider jetzt auch kein Material einstecken, dass ich das markieren könnte mit einer Leuchtfackel oder sowas, ne? Das wäre noch das Nächste. Okay, wir sind auf dem Weg. Da ist der eine kaputte Satellit. Ich glaube, den habe ich schon mal geleert. Okay, wir müssen Richtung Osten. Und ich habe den Kompass immer noch nicht installiert. Das sollte ich vielleicht auch endlich mal machen, weil manchmal kann das schon hilfreich sein, wenn ich weiß, in welche Himmelsrichtung ich muss. So, bin ich jetzt auf dem Weg? Ich glaube, ich fliege gerade hier entlang. Meine, so ein bisschen Orientierung hat man ja vom. Ah ja, da sind wir jetzt bei dem Satelliten. Dann kann ich gleich mal nachschauen, ob ich den schon leer gemacht habe. Nein, habe ich noch nicht. Okay, dann lasst uns mal. Ich würde sagen, wir gehen zurück. Wir gehen zurück. Ich gehe jetzt gar nicht erst in die Kapsel rein, weil das wäre jetzt ein Quatsch, da das Zeug auszuladen, weil ich brauche die Sachen für einen Teleporter. Und ich stecke auch die Sachen ein für eine Hütte. Das machen wir noch. Dann könnte ich noch mal gucken wegen der. Ach so, nee, die Fusionszelle kann ich ja noch nicht. Die kann ich ja noch nicht aufbauen.
kann ich mal ganz kurz gucken, wie weit das Ding hier schon ist. Wahrscheinlich noch nicht sehr viel mehr drin, weil du brauchst ja immer 9 Stück für einen Stab. Naja, nicht wirklich. Tun wir die einfach noch raus. Sortier mal. Schon wieder 3 Raketentriebwerke. So, da weiß ich jetzt allerdings noch nicht. Da habe ich, okay, da sammle ich ja gerade alles drin. Raketentriebwerke hier. Alles andere ist jetzt dann die Sache, ne? Also, das Muttergen des 2er und 3er kommt hier rein. So, dann der Dünger hier rein. Bakterienproben. Die Pflanzen unten. Jetzt habe ich wieder nicht drauf geschaut, welche ich da habe. Die Tuska. Nein, schreibt ihr das halt endlich mal drauf, Mensch, ey. Was? Tuska. Tuska. Dann haben wir noch Pestera-Samen, die müssten ganz vorne sein. Nein, sind sie nicht. Hier sind die Lirma. Warum habe ich das eigentlich eingestellt? Nachfrage. Weil es bringt ja nichts, wenn ich die irgendwo... Achso, die gehen ja nicht zum Eingeben, ne? Stimmt, das war ja das Problem. Mach mal dein Licht aus, es blendet. Hier sind die Shanga. Dann haben wir hier die Pestera. Hier sind die Nullner, das müsste alles eingestellt sein, ja. Nullner, Tuska und der Rest. Das lasse ich jetzt unbeschriftet. So, ja, die Quasar-Quarze jetzt. Die blauen haben wir noch nicht, aber ist egal. Das wäre dann ja eigentlich sinnvoll, wenn wir das gleich machen. Weil sonst renne ich bloß wieder hin und her und vergesse es dann doch wieder und so weiter. Obsidian kommt zu langsam hier rein, glaube ich. Ja, werden wir dann eh gleich brauchen. Also schnappen wir uns mal ein bisschen Eisen. Schnappen wir jetzt einfach mal alles, was geht. Dann können wir die Stäbe hier rein tun. Die Uranstäbe, da gibt es keine gerade aktuell. Dann bauen wir mal hier noch ein paar Schränke auf, weil hier fehlen ja noch im Grunde 2 Reihen. Dann können wir da nämlich die Quarze reintun. Quarz. So. Wo bist du? Da bist du. Mal gucken, dass ich das richtig erwisch. Eins nach vorne und noch eins nach da. Wieder die falsche Taste, sagen wir mal. Ja, ich war jetzt schon ein paar Tage nicht mehr drin und ich habe gehofft, dass ich das heute auch schaffe mit den Aufnahmen. Seid ihr jetzt verschoben? Tatsächlich, die Reihe Schränke, die ist ein Tick zu weit vorne. Aber das mache ich jetzt nicht. Das mache ich jetzt nicht. So, dann brauchen wir nochmal für 2 und dann nochmal und dann wir nehmen einfach alles raus. Toll. Habe ich schon so viel Eisen verballert? Wahnsinn. Also die kommen jetzt gerade im Moment gar nicht hinterher, ne? Das Eisen ranzuschaffen. So, einmal und der letzte dann in der Reihe. Und wie habe ich das dann immer da gemacht, da habe ich trotzdem auch immer einen frei, ne? Ja. Okay, da sind wir dran, das heißt, ich muss dahin.
Okay, das war's. Dann machen wir, ich weiß, manche Sachen habe ich auch noch nicht untergebracht. Das sind ja einige Sachen. Hier zum Beispiel das mit dem Stickstoff und so weiter. Da haben wir Pulsarquarze drin. Wir könnten die Pulsarquarze jetzt hier eigentlich mal rausnehmen und könnten die dann da hinten alles mit reinmachen. Ich denke mal, dass zwei Schränke ausreichend sind aktuell. Zumindest für diese Sonnenquarz, Quasarquarz. Okay, wir fangen mit dem Quasarquarz an. Quasare. Müssen wir natürlich auch gleich wieder angeben. Nachfrage. Da. Quasarquarz. Steuerung V. Zack, zack und zick. Wunderbar. Dann machen wir hier eben die Sonnen. Sonnenquarz. Geht das hin? Ja, das geht hin. So, dann haben wir das gleich gemacht. So, hier kommen dann noch die blauen hin, wo ich jetzt nicht weiß, wie die heißen. Moment. Schauen wir mal, das sind dann die Blassar. Okay. Ach, Magnetarquarz haben wir auch. Okay, dann machen wir jetzt hier den Blassar-Quarz. Blassar. Quarz. So. Hier auch. Und hier kommen dann halt gleich nicht vergessen. Blassarquarz. Und hier da kommt der Magnetar. 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 So, das lasse ich unter Magneta. Das sind jetzt dann die vier Quarzschränke. Da könnte man das Ganze natürlich auch mit Lampen schön markieren in den verschiedenen Farben. Ne? So, Magnetarquarz. Und dann machen wir hier den Pulsar. Pulsarquarz. Zack, zack. Wo bist du? Ich sehe den nicht. Kann man den gar nicht? Okay, dann ups. Ist egal, dann wir tun den jetzt da rein. Habe ich das jetzt kopiert? Ja. Du hast doch gerade geschaut. Das gibt's nicht. Aber auch komisch, ne? Dass es das nicht gibt. Na gut. Zwei Schränke wären noch zum Machen. Jetzt gucke ich mal in die hintersten Schränke hier. Jawohl. Einmal, zweimal. Dann hätten wir nämlich davon... Oh ja, trinken. Danke für den Piep. Dann können wir gleich nochmal uns eine Bohne reinziehen. Sind wir gleich wieder voll. Dann passt es doch. Ja. Hier noch die zwei Schränke hin, dass es dann passt. Hallo. Stell dich nicht so doof. So. Okay, wir können tatsächlich keinen Fusionsbrennstoffzellen machen. Das ist natürlich cool, weil wir können dann nämlich die Wracks auch noch leeren. Das wäre nämlich so die nächste Aufgabe dann. Okay, also,
Wir richten uns jetzt zusammen als einmal Teleporter und ja, die Kapsel, das ist klar, Kapsel mit Tür. Da brauchen wir dreimal Eisen, einmal Silizium, zweimal Titan. Dann können wir die Kapsel bauen und die Tür. Das würde ja einfach mal reichen. So, und dann haben wir die anderen Teile eben noch. So, einmal Superlegierung. Dann brauchen wir Osmium und Zeolith. Osmium, Zeolith, zwei Pulsar und ein Obsidian. Und zwei Pulsar. Dann hätten wir das für den Teleporter und für die Kapsel. Und alles andere sollte man dann eigentlich auch finden können, ne? Das ist eine wirklich coole Gegend, muss ich sagen. Also das gefällt mir extrem gut. Wir werden natürlich noch sehr viel Bäume und so weiter anpflanzen. Ich habe auch einen Kommentar gelesen, ich soll nicht so viel Metall verwenden, diese Metallstrebenböden. Aber es ist halt wirklich Geschmackssache. Aber gut, ich möchte eine Basis haben, also so eine Grundstruktur mit Eisen, mit Eisenboden, aber ich werde ja ganz viele Pflanzen auch noch raushauen, dass das ringsherum auch bepflanzt ist. Ich überlege nur gerade noch, wo ich meine Frösche und meine Schmetterlinge und so weiter platzieren werde. Vielleicht machen wir das sogar in der Ecke hier, dass ich hier dann eben diese Froschteile aufbaue, hier mitten im Dschungel. Ich kann ja auch direkt in der Höhle im Grunde fast, ne? Das wäre ja total egal. Das Problem ist nur, ich muss mich dann definitiv hier umschauen, weil wenn ich jetzt halt nämlich hier den Teleporter hinmache und die Kapsel, dann kann das passieren, dass ich mich hier nicht mehr umschaue. Und dann könnte ich natürlich das eine oder andere übersehen. Ich würde sagen, wir gehen zum Wrack. Das ist einfach wir gehen hier zum Wrack. Eigentlich ist es der beste Punkt, um sich zu orientieren, ne? Warte mal, da unten war der Eingang irgendwo. Lieber doch am Eingang, nicht beim Wrack. Das ist dann doch zu weit weg. Hier ging es irgendwo rein. Ja, die holen wir uns gleich, wenn ich sie jetzt schon sehe. Oh, da ist ein Bunker. Da ist ein Bünkerchen. Okay, jetzt gucke ich noch mal ganz kurz. Hier müsste es in die Höhlen gehen, ne? Nein? Habe ich mich so getäuscht? Ja, das sieht man mal, ne? Wie schnell man sich doch verirren kann. Ne, da ist auch... Okay, nee, Moment. Na, zerlegen. Naja gut, komm, dann machen wir jetzt erst einmal den Bunker hier leer. Wir gucken mal ganz kurz rein. Sind das jetzt nur Schränke oder kann ich da... Ah, dahinter ist auch noch was, okay. Einen Dünger Stufe 2. Ich war aber doch hier noch nicht drin. Und da geht es dann noch weiter. Öffnen. Okay, der besteht ja aus 3 Stück. Also ich würde sagen, dass wir uns hier jetzt erst einmal eine Kapsel hinmachen. Da kann ich ja dann trotzdem den Puls, den Beamer aufbauen. Den Teleporter. Weil dann können wir nämlich die Sachen einfach zurückschaffen und fertig. Und dann baue ich das einfach wieder ab und dann versetzen wir das Ganze.
Hoffentlich reicht der Strom. Das weiß ich jetzt nämlich nicht. Ja, gut, Strom reicht. Genau, dann können wir nämlich mit dem Teleporter einfach zurück zur Basis. Dann kann ich mich entleeren mit dem Zeug, was ich habe. Und wir können dann auch die. Das habe ich noch nicht benannt, ne? Ist aber eigentlich egal, da stehen die Koordinaten und dann weiß ich das schon. Dann teleportieren wir uns dort wieder hin, machen den Bunker leer. Und wenn wir den Bunker leer haben, schaffe ich dann natürlich alles hierher. Dann schauen wir uns dort um. Dann versetze ich nämlich einfach die Wohnkapsel und den Teleporter an die nächste Stelle. Das ist, glaube ich, ganz gut als Reisegepäck, so eine Kapsel und ein Teleporter. Und dann kann man einfach überall schnell mal looten und kommt jederzeit wieder zurück und so weiter. Okay, dann soll es jetzt für heute gewesen sein. Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, Abo da zu lassen, wenn noch nicht passiert, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.